Freunde, heute ist wieder der Tag der Tage. Heute ist Einkaufshall-Zeit. Also ihr wollt ja immer sehen, was ich mir den ganzen Monat über bestellt habe. Wir fangen einfach mal mit der Bestellung bei QVC an. Den Tag habt ihr bestimmt alle heiß ersehnt wie ich und alle von morgens bis abends zugeguckt, die Zeit hatten dafür. Ich habe um 0 Uhr damit angefangen, weil da die erste Show oder die erste Live-Show von Jittenmeier kam. Und da hat sie immer von diesen großen Eiern erzählt und das war das Einzige, was ich mir bei Jittenmeier dieses Mal bestellt habe oder von Jittenmeier. Dieses Set mit den 4 großen Eiern, die kann man immer wieder verwenden. Die sind zum Füllen, zum Aufklappen. Also bei mir werden sie von außen dekoriert und nicht von innen gefüllt. Denke mal nicht. Wenn sie erstmal zu sind, sind sie zu. Aber man hat halt 4 Eier, um damit zu arbeiten. Nee, das war gelogen, was ich gerade gesagt habe. Es war nicht das Einzige von Jittenmeier. Irgendwann kamen dann noch diese Flaschenlichter. Einmal mit Diamant. Kann man nicht dran vorbei. Und dann waren noch solche Kerzen oben drauf. Ja, dieses Set habe ich mir auch mitgeholt. Ob man jetzt davon mal 8 Stück irgendwann verarbeitet, weiß ich nicht. Aber was man hat, das hat man. Besser haben als brauchen, sagen Lichter wir immer. Lichter haben wir immer gebraucht. Haben wir bis jetzt immer gebraucht. Sommer, Frühling, Sommer und Winter. Herbst und im Herbst. Winter. Also, und die sehen mal besonders schön aus. Also mussten die mit. Dann kam ja irgendwann die Show von Crafters Companion, glaube ich, um 11. Da hatte ich mir aber auch um 0 Uhr schon dieses Set gesichert, weil ich das unbedingt haben wollte. Diese Pop-Up-Box mit den Blumen hier drin. Also die Blümchen sind ja da mit bei gewesen. Dann konnte man noch extra Zahlen kaufen. Und da ich mir gesagt, Zahlen, da habe ich hier lauter Stanzen. Da brauche ich mir nicht das teure Set, obwohl 14 Euro war jetzt nicht teuer. Brauche ich mir nicht das teure Set kaufen, die Zahlen habe ich. Und Sprüche, Happy Birthday und was weiß ich, hat auch eigentlich jeder. Aber das mit den Blümchen fand ich ganz gut. Das war halt nur mal in dem Set mit drin. Ich hatte auch nur die Box einzeln gekauft. Das musste unbedingt mit, weil ich das so schön fand. Das ist so edel. Dann hatte ich mir noch das Set mit diesen Layering-Schablonen, also mit den Schablonen, die man übereinander schichtet, stapelt und malt praktisch. Da haben mir halt die Rosen super gefallen. Die musste ich unbedingt haben. Was ich jetzt mit den anderen beiden mache, weiß ich noch nicht. Aber man kann ja auch diese Blüten hier extra verwenden und diese Teile extra verwenden. Kann man machen, wie man will. Hier sind auch wieder so Blüten mit bei und unten diese. Muss man halt mal gucken. Aber Schablonen kann man nie genug haben. Das sagte ich schon immer bei Textildesign. Jetzt geht es hier mit Karten weiter. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, guck mir nicht so an. Siehst meine Augen, ne? Ja. Wie kann man von 0 Uhr an sowas gucken? Na, ich habe bis um 0 Uhr gewartet, habe dann die ersten paar Minuten oder sowas geguckt. Da haben sie gleich von den Eiern gesprochen. Ja, das ist doch... Ja, mein Gott, und dann... Ja, Bastler sind verrückt. Das aus Behandlung, ne? Viele, muss mal zur Kur. Dann kam irgendwann, um 20 Uhr kam dann durch die Tonic-Show endlich. Und hab mal gesagt, nee, eigentlich willst du von Tonic diesmal nichts haben. Nee, eigentlich nicht. Hab dann doch mal reingeguckt und hab mir das nochmal angeguckt mit diesen Briefumschlägen und hab mir dann gesagt, eigentlich sind die gar nicht so schlecht, weil man da richtig große Briefumschläge, also die ganz normalen A6-Briefumschläge, sich ausstanzen kann aus jeder Farbe, wie man haben möchte, aus jedem Papier, aus jedem Designpapier oder was weiß ich und kann das dann auch noch dekorieren. Die Deko kann man auch noch für andere Sachen nutzen. Und als Kartenaufleger sind da auch noch Sachen mit bei. Also, ja, dann habe ich mir gesagt, dann habe ich alle Varianten von Briefumschlägen. Der Alte hat's doch. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Und, ja, mein Gott, was macht man sonst mit seinem Geld ausgeben für Bastelsachen? Danke. Dann habe ich bei Stempelmühle nochmal zugeschlagen. Ich bin ja dabei zu sortieren und sowas und da habe ich so eine tollen Boxen gesehen. Einmal für 30x30 Papiere und einmal für 15x15 Papiere. Das gibt es als Zweierpack hier, die großen einzeln. Die große habe ich mir gekauft, um da meine LaBlanche Papiere reinzumachen. Die passen da nämlich super rein und dann hat man die LaBlanche Papiere immer extra separat. Hier kann man Embossing-Puder reinmachen oder kleine Stempelkissen oder was weiß ich. Kleinkram halt, habe ich gedacht, nimmst du dir mal mit. Braucht man immer Boxen. Bevor ich dann jetzt anfange mit meinem Einkauf von diesem Monat, möchte ich euch gerne noch mal ans Herz legen, die Stempelmühle Bastelbox. Die hatte ich euch im Dezember gezeigt, das Januar-Kit. Jetzt könnt ihr die wieder nachbekommen, weil die Wenke da noch mal ein paar nachgemacht hat. Versucht noch welche neue abzubekommen, die da jetzt noch liegen. Möchte ich euch ans Herz legen. Dann haben viele mir im letzten Monat geschrieben, diese große Kleberolle, doppelseitiges Klebeband,
die ich bei Pedis Pub Art gekauft hatte. Die ist ausverkauft, aber ihr kriegt die jetzt wieder. Ihr könnt das jetzt wieder kriegen für alle, die da leer ausgegangen sind. Also das ist eine Riesenrolle mit ganz viel Klebeband. Ich glaube, da sind 10 oder 15 Meter drauf. Und dann 20 cm breit, dass man immer gleich A4-Seiten machen kann. Also das lohnt sich schon, so eine große Rolle sich mal zu holen. Dann kommen wir jetzt zu meinem Einkauf bei Stempelmühle. Ich hatte mir jetzt nochmal ein Falzbrett gekauft. Weil mir viele gesagt haben, die nutzen dieses Envelope Punchboard von Via Memory Keepers, um Briefumschläge zu basteln. Und dann habe ich mir das auch noch gekauft. Jetzt ist das Problem an diesem Teil, man kann jetzt nur Briefumschläge damit machen. Also da sind jetzt keine anderen Teile drauf, die man jetzt anderweitig nutzen kann. Man kann den Briefumschlag machen, hier oben zwar gleich ausstanzen, aber ich hatte mir im letzten Monat schon mal so ein kleines Falzbrett gekauft. Das ist von EFCO gewesen. Ich habe hier noch die Verpackung. Und da kann man jetzt auf der einen Seite die Briefumschläge machen, hat dieses Ding zum Ausstanzen der Ecken und Kanten mit dabei und kann auf der anderen Seite seine Karten falzen oder damit auch kleine Schachteln und Kisten basteln. Falzbein ist mit dabei. Hier ist auch irgendwo das Falzbein bei gewesen. Das kann man aber nicht festklickern. Da kann man hier hinten reinstecken. Seht ihr? Ich habe das nämlich schon irgendwie verbaselt. Das ist jetzt hier schon wieder nicht mit dabei. Oh, wer sucht, der findet. Weil ich das nicht gefunden habe, wo man es reinmachen kann. Aber hier habe ich jetzt die Stelle wohl gefunden. Genau, da passt das wohl jetzt irgendwie rein. Ja, aber wie? Naja, könnte man da zur Not reinstecken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man macht das dann da eben rein und hat dann noch eins. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, welches ich empfehlen würde, würde ich dieses von EFCO empfehlen. Kostet nur 15 Euro. Dieses hier kostet 20. Aber man hat halt da die Möglichkeit, beide Sachen zu machen und hier halt nur das eine. Ihr wollt immer mal so einen Tipp von mir haben. Ich habe mir jetzt beides gekauft. Das hätte voll gereicht. Und dann hatte ich noch das Glück, wieder neue Formen bei ihr zu bekommen. Silikonformen. Da aus Russland. Ich kann euch die gerne verlinken, aber schon nach ein paar Stunden waren die wieder ausverkauft, obwohl sie ganz viele davon gekauft hat. Ich habe mir dieses Mal so ein Teil gekauft, da kann man eine Kette machen. Extra so für Mixmedia, wenn man da so eine Umrandung machen will oder irgendwo mal eine Kette langlegen will, kann man sich jetzt immer wieder eine Kette basteln. Und eigentlich hatte ich da auf die Seite geguckt, weil es diese tollen Drachen nämlich wieder gab in verschiedenen Größen und Ausführungen. Da habe ich mir dann diese Drachen gekauft und die sind da wirklich ganz preiswert. Da ist das Geld wirklich gut investiert. Ja, weil man das auch immer da wieder nutzen kann. Da bin ich mit einverstanden, dass du die gekauft hast. Das ist ja ein Ding. Also bin aber ich ja auch da. Bei diesen Formen. Da kann man so viele schöne Sachen mitmachen, ja. Und wie gesagt, solche schönen Drachen in verschiedenen Formen. Der hier krabbelt so irgendwo lang hoch. Da machen wir demnächst dann was von. Dann waren so Steampunk-Sachen, so ein Herz mit Schrauben und was weiß ich. Hier ist nochmal ein Drachen am Kreuz. Oder über einem Kreuz. Hier in der Mitte ist so das Kreuz und der Drachen ist da so drumherum irgendwie. Dann habe ich hier so ein Herz mit Auge drin und Schrauben und was weiß ich. Hier ist nochmal ein Auge mit extra so für Steampunk gemacht. Da werden wir demnächst was machen und dann, na gut, ich habe mir noch ein paar kleine Vögelchen mitgenommen. Da kann man mal irgendwas Kleines mit dekorieren. Aber Vögelchen kann man immer mal brauchen und die sind wirklich da nicht teuer gewesen. Also lohnt sich wirklich und bestellt euch die vor. Die hat schon wieder nachbestellt, damit ihr dann beim nächsten Mal wenigstens das Glück habt, solche Teile abzubekommen. Dann wollte ich mir schon immer mal eine Farbpalette zulegen und habe immer so gedacht, na, nächstes Mal, irgendwann kaufst du dir mal eine. Und jetzt hat Wenke diese im Shop gehabt, wie eine Blume gefächert, passt super zu meiner Aufbewahrungsblume, die ich mir schon mal gekauft habe. Da ich gesagt, so, das ist jetzt das Teil, was mir super gefällt. Damit kann man seine Farben oder darauf kann man seine Farben anmischen. Das Dein fand ich Leben jetzt. Leben wäre nichts wert gewesen, wenn du das Teil nicht gekriegt hättest. Nee, wäre todtraurig gewesen. Bestimmt hätte ich nicht mehr essen und trinken können. Ja. Also, ja, sowas macht das Leben schöner. Ist jedenfalls eine schöne Blume, ist mal was ganz Besonderes. Ist halt eine Mischpalette wie jede andere, aber eben schön. Die man auch anmalen kann. Schön. Bestimmt auch zum Stempeln oder Ausstechen nehmen mit dem Muster. Da kannst du bestimmt auch mit Muster prägen, hast du recht. Das geht bestimmt auch. Was ich alles so sehe, ja. So, dann hatte ich euch irgendwann mal, ich habe ja so ein Dinosaurier-Ei gemacht.
Da hatten wir euch schon mal drei Formen gezeigt, die ich mir bei Amazon bestellt hatte von Katie Sue Design. Das hatte ich euch damals schon ans Herz gelegt. Guckt danach, das sind wirklich tolle Formen. Gerade für ja, Liebhaber von besonderen, speziellen Sachen. Also die Dino-Augen, die Metall... Drachenaugen, nicht Dino, Drachenei hatte ich gemacht. Drachenaugen, eine Metallplatte, die man immer wieder aneinander legen kann, die Drachenkrallen. Dann hatte ich mir so Schlösser oder Scharniere mitbestellt. Einmal so Baumrinde kann man immer wieder nutzen. Dann hatte ich mir so einen Drachen bestellt, der ist natürlich naja, fast doppelt so teuer wie der blaue. Der ist auch doppelt so groß und dreimal so groß wie die anderen. Ja, und ja, sieht wieder ganz anders aus. Also man kann jeden einzelnen irgendwie gebrauchen. Katie Sue Design, die hat wirklich schöne Sachen gemacht. Dann gab es da so eine Drachenhaut. Das habe ich mir gekauft, kann man auch immer wieder aneinander legen, ohne dass man da jetzt einen Anschluss sieht. Da habe ich mich gewundert, wie machen die das? Aber jetzt, wenn man die Form so sieht, sieht man das, dass man das immer wieder aneinander rein kann. Hier ist nochmal eine andere Drachenhaut, so eine, naja, die andere war schuppig und das hier ist so ein bisschen knubbelig. Dann hatte ich mir einen Kompass mitbestellt. Der ist gut. Der ist toll für Mixed-Media-Sachen. Solche Schnallen für Koffer, Kisten, Schachteln, Schatullen, Weihnachtsbasteleien, dass man für den Weihnachtsmann einen Gürtel bauen kann oder sowas. Verschiedene Schnallen, Mustik haben. Was ganz Besonderes noch, Schwert und Schild. Ja, das fand ich gut. Ja, Schwert und Schild, dass man da mal ein bisschen was mit basteln kann. Mystisch, magisch. Und ja, ist halt mal was Besonderes. Und zum Schluss habe ich mir dann für Steampunk-Arbeiten noch Rohre und naja, so Ventilatoren, Schrauben, Krams mitbestellt. Da kann man dann schön so Rohre irgendwo langlegen. Fand ich cool, musste ich haben. Da gibt es noch so viele andere schöne, aber man kann nicht alles auf einmal kaufen. Gott sei Dank. Irgendwann mal vielleicht noch ein paar andere. Da sind noch ganz viele andere. Aber ich verlinke euch das bei Amazon, wo ihr Katie Sue Design finden könnt. Da konntest du nicht vorbei, ne? Nee, diese, da mussten wir unbedingt wieder hin. Diesen Monat. Und wenn es gestürmt und geschneit hätte. Ja, wollte ich unbedingt, weil ich da Randstanzen haben wollte. Wer die kennt, weiß, was ich meine. Die gibt es da für 1,39 Euro oder sowas. Immer drei oder vier verschiedene in einem Set. Die habe ich natürlich leider nicht bekommen, deswegen bin ich dieses Mal relativ günstig weggekommen bei Action. Habe mir ein paar Plastikgläser gekauft, die ich ein bisschen dekorieren möchte. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Habe mir endlich Ringbücher gekauft, damit ich mit meinen schönen Formen, die ich euch gerade gezeigt habe, mal solche Bücher dekorieren kann. Das geht am besten wohl mit solchen Ringbüchern, weil man da oben die Platte abmachen kann. Und wenn man ein festes Buch hat, wenn man jetzt hier so was Dickeres drauf macht, das kann man umklappen. Hat man ein festes Buch, kriegt man das nachher nicht mehr gut geklappt. Mal sehen, schaffen. Für meine Stempel und Stanzen hatte er mir geraten, solche Taschen zum Einheften zu kaufen. Da mache ich dann jetzt meine ganzen Ordner nochmal neu, indem ich solche Taschen da jetzt nochmal drum mache. Dann hatte ich mir nochmal ein Stempel und Stanze gekauft, Federn oder Pfeile mit Federn. Fand ich toll, immer mal so, hier, guck mal da oder so, kann man mal ein bisschen was zaubern. Musste mit, hat bloß 1 Euro oder sowas gekostet. Haben wollte ich unbedingt diese Outline-Markers, dass man zweifarbig schreiben kann und nicht mehr immer noch sich Mühe geben muss, ringsrum noch eine Farbe zu kriegen. Das macht dieser Stift ganz alleine. Da habe ich mir aber bloß 2 Sets gekauft. Wo ist das zweite Set hier? Nee, das zweite Set hier. Da habe ich mir 2 Sets nur gekauft, also zu viele Stifte braucht man jetzt auch nicht, aber lila, blau, schwarz, na gut, und die hier noch. Dann hatte ich mir einmal solche Borte gekauft, die man, mal gucken, wo man die rankleben. Diese Blöcke hier braucht man immer wieder zum Basteln, für alles Mögliche. Da habe ich nochmal 2 mitgenommen, habe ich endlich gefunden dieses Mal. Hier habe ich noch ein größeres Buch zum Bekleben mitgenommen. Dann wollten wir ja eigentlich Creal Duet 3 für meine Formen kaufen, damit ich damit schön arbeiten kann. Da habe ich genau ein Paket bekommen. Weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal wieder hinkomme, aber ein Objekt kann ich oder ein Projekt kann ich bestimmt machen. Ich habe noch 1, 2 Packungen, vielleicht reicht das ja auch.
Das eine haben wir jedenfalls gekauft. Dann hast du wieder einen Grund, da nochmal hinzufahren. Müssen wir wohl doch nochmal ganz so schnell ein Mist. Und dann habe ich mir gedacht, da stand so Reiniger. Ach, fand den ganz hübsch von der Farbe her. Ich mir ob gedacht, der mal taugt, wie es kein Mensch. Nee, nimmst du mal mit. Riecht jedenfalls ganz gut. Kommt, kann man mit Schablonen und was weiß ich alles reinigen. Nehme ich mal mit und ich glaube, das war es dann jetzt alles, oder? Denk um. Also ihr Lieben, das hat wieder ein bisschen reingehauen bei ja, mir. Ja, wirklich, ey. Aber wat mut, dat mut. Ein paar Sachen braucht man halt immer zum Basteln. Ein paar Sachen möchte man unbedingt haben, auch wenn man sie nicht braucht. Aber ich denke mal, ich habe wieder gute da Sachen. Da sind immer die Augen größer. Ja, aber ich denke, ich habe wieder ein paar gute Sachen ergattert, gerade die Formen und Schablonen. Werden wir sehen, wenn du das fertig hast. Und sowas. Also dann bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das ganz, ganz einfach. Und wir verraten euch, wo ich es her habe. Das ist das einzige Gute. Wie immer.